Time to Imagine. Diese Ausstellung im Dokumentationszentrum für moderne Kunst in St. Pölten schafft den Bogen von der Natur bis zum Balanceakt zwischen Figuration und Abstraktion, wie es etwa bei Antonia Riederer zutrifft. 5 Künstlerinnen, 5 eigene Stile. Wir haben Malerei, wir haben Zeichnung, wir haben Aquarell, wir haben auch Stickerei, wir haben auch Objekte. Themen des unmittelbaren Alltags, das ist vielleicht so ein bisschen das verbindende Element. Sie stellen ihre unmittelbare Umgebung dar in der Kunst. Und im Zuge der Eröffnung von Time to Imagine hat sich der eine oder andere Besucher auch an den Song Imagine von John Lennon zurückerinnert. Vielen ist bewusst geworden, wie vielfältig die Meinungen zu diesem Thema sein können. Das finde ich zum Beispiel auch eine besondere Sache, dass man sich dann mit anderen austauscht, weil man dann auch drauf kommt, es sind nicht nur die Zugänge unterschiedliche, sondern man sieht auch anders und man ist als Mensch geprägt. Und diese unterschiedlichen Sichtweisen haben auch die 5 Künstlerinnen. Dorothea Petrova kombiniert etwa in ihren Arbeiten Aquarelltusche, Stickerei und Textilcollage, während Judith Zillig die Begegnung des Körpers mit dem Raumkörper als zentrales Thema sieht. Die Ausstellung ist sehr abwechslungsreich. Titel, die diese Ausstellungen im Doc haben, sind ja immer sehr offen gehalten und ich finde das wunderbar, dass das eine Ausstellung mit 5 weiblichen Positionen ist. Mir ist aber gesagt worden im Vorfeld, dass das überhaupt kein Kriterium der Auswahl war. Zu sehen sind auch Werke von Marie Rupprecht, die mit einer alten japanischen Kulturtechnik aufmerksam macht, und Isabel Kneidinger, die sich mit der Natur auseinandersetzt. Die Ausstellung ist noch bis 23. April zu sehen.